Es gibt Schafe auf dieser Welt und es gibt Wölfe auf dieser Welt. Und ich weiß, dass ihr Jungs nur zwei müde Reisende seid, die vom Weg abgekommen sind. Gut, wieso reinigen wir euch nicht mit einer Wassertaufe? Ich bin mehr so der Feuertaufentyp. Okay. Komm in meine Wrestling-Schule und werde ein echter Kerl. Das da will er für den Rest seines Lebens machen. Ja, so ist es. Ein halbnackter Junge mit Down-Syndrom, der keine Ahnung hat, wie er in der Welt zurechtkommen soll, macht direkt vor ihrer Nase eine Biege. Sie beide stehen sich doch nah. Ja, richtig. Dann werden sie rausfinden, wo er ist und ihn wieder zurückbringen. Läufst du mir etwa nach? Vielleicht können wir ja Freunde und Kumpels und Homies sein und chillen, eine gute Zeit haben. Und diese Wrestling-Schule ist in Aiden? Ja! Hier die lange Straße ganz runter. Ich setz dich dann da. Ich suche nach einem Vermissten. Hast du ihn gesehen? Abgehauen, kleiner Mann. Hab deine Freundin getroffen, Eleanor. Wir sind zwei Banditen auf der Flucht. Oh ja! Ja, verdammt! Regel Nummer 1, nicht rumtrödeln. Regel Nummer 2, ich hab das Sagen. Wie war nochmal Regel Nummer 1? Party? Nein, nicht Party. Zack! Du bist mit einem Jungen mit Down-Syndrom hier mitten in der Pampa. Während du mit Papierkram beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt. Oh Mann! Tyler, ich schenke dir alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich hab's ihm versprochen. Ich bring ihn zu der Wrestling-Schule in Aiden. Nein, wir werden nicht auf dein kleines Floß springen und den Fluss runterschippern. Hey, Eleanor! Ich will nicht nach Hause! Oh, oh, oh! Ja! Ja! Also, wie weit ist es? Auf der Karte soweit. Ist das maßstabsgetreu? Ja. Ich denke, es wird Zeit für uns, wieder nach Hause zu fahren. Wir könnten eine Familie sein. Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst. Hey, als Wrestler brauchst du einen Namen. Falcon! Peanut Butter! Falcon!